Namaste, ich grüße euch zum zweiten Video am heutigen Tag. Vorweg nochmal kurz zum ersten Video. Bis jetzt sind keine Kommentare von der dunklen Seite der Macht gekommen, wenn man das mal so ausdrücken will. Und wie gesagt, das ist sowieso alles bloß Nahrung für den Papierkorb, aber hat sich dann wieder ein bisschen was angesammelt, dann mache ich dann natürlich wieder ein Video dazu und nehme die Brut auseinander. Jetzt zum heutigen Video hatte ich schon was gemacht gehabt von dieser The Dark Overlord oder The Dark Overlords, wie die sich nennen, die Hackergruppe, und die scheint jedenfalls so, machen jetzt ernst und wie wir hier lesen können, veröffentlichen die Geheimpapiere zu 9.11 und der tiefe Staat wird niedergebrannt. RT bieten sie ihren exklusiven Zugang an zu weiteren Daten und da sieht das gar nicht so schlecht aus. Na? So, noch zu dem Thema. Passt hier gut rein. Hab's mal auf Deutsch übersetzt. Mit meinem Gehilfen. Wie Trump den tiefen Staat schlagen kann. Na, das könnt ihr euch ja gerne mal selber durchlesen. Wie es funktioniert, wisst ihr hoffentlich. Hier Washington Times, rein in Google. Die Überschrift dazu. Und das Ergebnis auf diese Seite übersetzen gehen. Dann kommt das hier. Und dann könnt ihr euch das durchlesen. Nur für die, die noch das noch nicht so gemacht haben. Ne? Man muss ja davon ausgehen, dass immer neue Leute dazukommen. Und das dann gerne nachvollziehen. Und deswegen sage ich das hier. So, und dann geht es hier noch weiter. Deutschland bittet Trumps Geheimdienst NSA um Hilfe. Es geht hier um die Daten, die hier vor kurzem bei unseren deutschen Politikern und Medienschaffenden freigestellt wurden bei diesem Twitter-Account. Das ist doch schön, dass man die NSA bittet bei den jetzigen Verhältnissen in Amerika, ne? Das kommt uns doch entgegen. Oh, dann haben wir hier noch was dazu. Deutschland kam ohne NSA gegen Hacker nicht weiter. Oh, da sind sie nicht in der Lage. Na, wie gesagt, der BND, das ist die Organisation Gehlen, die hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und der Gehlen Heere Ost hatte da seine Kontakte zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg und der hat dann seine Haut gerettet, indem er sich den Amerikanern angeboten hat und hat dort dann, dadurch, dass er diese Kontakte hatte, die Organisation Gehlen aufgebaut, also praktisch eine Unterorganisation vom CIA. So, meine Lieben, das war's. Achso, hier wollte ich noch einen Hinweis geben, wo ich das her habe. Na, das gucke ich mir regelmäßig an. Gute Arbeit vom Sunny und beleuchte das mal ein bisschen näher. Aber wie gesagt, auch nur so weit, dass jeder selber noch ein bisschen seine eigenen Gedanken hier reinbringen kann. Na gut, das war's erstmal für heute. Danke fürs Anschauen. Sollte mir noch was über den Weg laufen, mache ich vielleicht noch ein kleines Ding. Und mal gucken, ob ich das zeitmäßig so beibehalten kann. Wird doch gerne mal wieder was in Bezug auf die flache Erde machen.
aber das hatte jetzt meiner Ansicht nach hier höhere Priorität. Und deshalb ist es jetzt so. Gut, dann bin ich jetzt raus.